Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight im Backwater-Sumpf mit unserem William Bill Overbeck. Oh. Das signalisiert natürlich den Killer, dass hier jemand ist. Darum schleichen wir uns auch ganz langsam hier hoch. Oh, da kommt noch jemand. Genau. Truhengeier, Jake. Was war das denn? Verdammt. Entschuldigung, ist normalerweise nicht meine Art. Ich schwöre, ich mach das sonst nie. Ach ja. Oh, da ist ein Totem. Na, gehst du auch noch weg? Ah, du gehst wieder da hoch. Okay, ja. Die zwei machen den Gem. So viel ist klar. Ah, total nett von dir. Jake müsste das sein, laut der Silhouette. Jawohl. Ernsthaft? Tunnelpunkt Access wieder öffnet. Was ist heute für ein Tag? Also entweder werde ich weggetunnelt oder weggekämpft. Was soll das? Ja, umrunde mich doch ruhig. Ohne Worte. Was ist los? Was soll das? Oh.
ohne Worte. So. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Keine Ahnung, was das soll, warum man sowas macht. Ja, ich ach. Ja. Geht ihr den jetzt auch nicht retten, oder? Ach, er wird gerettet. Ach, da ist er wieder. Fehlt mir jegliches Verständnis für. Warum muss man jemanden wegtunneln? Ja. Wird er jetzt auch weggekämmt? Ich wünschte mir, dass ich solchen Leuten mal als Killer begegne und die dann Survivors sind. Und dann möchte ich das mit denen genauso machen. Tunneln und campen, bis der Arzt kommt. Ja. Die Mac kommt wenigstens mal in die Nähe. Aber... Killer... doch betäubt und ja, jetzt. Geschieht dir recht, doofer Geist. Ja. Jetzt wirst du weggetunnelt, ach. Und der David hockt im Keller. Ohne Worte, das Ganze. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ah, David, der Feigling, der bleibt natürlich jetzt im Keller. Warum auch immer. Warum auch immer. Ah, der Geist ist aber da. Das ist so armselig von dem Spieler. Nur aus Angst, keinen Kill zu kriegen. Oh, jetzt wird Jake weggekämpft und getunnelt. Nee.
gejagt. Er hing ja noch gar nicht. Oh. David glänzt mit Abwesenheit und Feigheit. Den würde ich nicht heilen. Ich würde mich heilen lassen und dann würde ich wieder gehen. Den würde ich verraten. Ja, Meg, das würde ich nicht machen. Ich würde ihn da liegen lassen, weil der macht doch nichts. Ja, Jake hockt da. Und wartet. Und kommt jetzt wahrscheinlich in die zweite Phase. Ja. Und der Geist schwirrt drumherum. Ja, jetzt kommt die Meg angelaufen. Und der Geist auch. Richtig so. Schön die Palette in die Fresse. Er hat es auch nicht anders verdient. Ja, das war's ja wohl für Meg. Ah, David ist immer noch im Keller, der bleibt auch dort. Ja, was macht ihr zwei da jetzt? Ah, jetzt hast du Mut gefasst. Also ich verstehe die zwei jetzt hier nicht und den Killer jetzt gerade auch nicht. Warum die sich jetzt da, also die zwei, warum die sich jetzt in, da versteckt haben. Der wird gejagt. Und der rennt natürlich dem Jake hinterher in der Hoffnung, dass der Geist eine jetzt doch nicht. Der rennt dahin ernsthaft. Schön abschmieren. Der Jake, der sollte echt jetzt auch hängen. Ja, geschieht der recht. Also ich bin ja sonst nicht so gehässig, aber der Jake, David. Erstens die ganze Zeit im Keller sich verstecken und dann auch noch abschmieren. Ohne Worte das Ganze. Nah.
Ah, ich bin mal gespannt. Wer kriegt die Luke? Ah, der Geist ist schon da. In 3, 2, 1, 0. Sag ich doch. Ja. Sind jetzt die Slugging Games eröffnet? Hohle Fritte. Aber heben doch einfach auf, Junge. Alle vier hat der Geist bekommen durch Campen und Tunneln. Würde mich nicht wundern, wenn der Geist auch noch Nöt dabei hat. Barbecue und Chili. Oh, keins davon. Schattengeborener, Verstörend, Räuber und Bluthund. Ja. Warum auch nicht, ne? Ja. So, liebe Zuschauer, sieht es aus, wenn der Killer campt und tunnelt. Naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich recht früh gestorben bin, bei gerade mal 8708 Punkten. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das findet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.